Die Firma Waffenschuhmacher aus Krefeld hat mir einige Review-Gegenstände zukommen lassen. Und zwar Holster und Magazinpouches. Die Holster und die Magazinpouches sind vom Hersteller Zytac oder Zytac, Zytac. Geliefert werden die Produkte der Firma Zytac in solchen Ziploc-Kunststofftüten inklusive dem erforderlichen Werkzeug, um die Einstellungen dran vorzunehmen. Wie gesagt, ich habe mehrere Gegenstände zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde euch nach und nach alle vorstellen. Wir fangen heute mal mit einem Holster und einem Universal-Magazin-Pouch an. Und zwar das Universal-Magazin-Pouch ist im Grunde genommen die Lösung, um eine Art Magazin-Pouch für alle gängigen Magazingrößen zu verwenden. Im Kurzwaffenbereich, versteht sich. Der Clou an diesem Magazin-Pouch ist, ich kann hier oben über ein Stecksystem die. Das ist ziemlich stramm, soll ja auch so sein, damit es eben fest ist. Ich kann hier oben drüber über diese zwei Laschen und diesen gezahnten Teil links und rechts, kann ich die Dicke der Öffnung anpassen und somit, egal ob jetzt ein Single-Stack-Magazin, 1911er, oder Double-Stack, wie die meisten gängigen Kurzwaffen, die Magazine hier unterbringen. Wir haben jetzt als Beispiel, habe ich es jetzt mal aufgemacht und es passt, bisschen stramm im Moment, man könnte es nochmal einen Tacken aufmachen, das Glock-Magazin rein. Glock ist durch die Metall- und Kunststoffbeschichtung hier drin ein bisschen dicker als die meisten anderen Doppelreihen-Magazine. Nehme ich jetzt zum Beispiel alternativ mein CZ-Magazin, absolut perfekt. An der Innenseite, weiß nicht, ob man das so sieht, ist ein, ja, wie eine Art federnd gelagerte Kunststofflippe, die gegen das Magazin drückt, damit es schön press drinne sitzt. Ich kann natürlich auch das ganze Ding jetzt ein bisschen reindrücken. Nehmen wir einen Single Stack, was natürlich jetzt seht ihr, schlackert das hin und her. So, jetzt habe ich mal die Öffnung zusammengedrückt und schon passt es sauber drin. Ich habe jetzt die Möglichkeit, über eine Imbusschraube hier unten auch die untere Öffnung entsprechend anzupassen. Die meisten Magazine gehen ja unten ein Stückchen konisch zu. Also kann man jetzt sogar hingehen. Ich nehme das Single Stack nochmal raus. Packe das Glock-Magazin mal rein. Und wie gesagt, im Lieferumfang enthalten sind die entsprechenden Imbusschlüssel, die man für diese Einstellung benötigt. Das war natürlich prompt der verkehrte. So, jetzt kann ich hier unten das ein Stückchen lösen und dann kann ich das unten zusammenpressen, so dass es für ein Double Stack passt. Und dann ist das absolut perfekt untergebracht. Ein zweiter Clou ist zur Befestigung am Gürtel eine richtig stabile Halterung. Wird aufgeklappt hier unten durch diese Nase, arretiert das hier unten drin und dann schiebe ich diesen Riegel nochmal oben drüber, damit es auch zu bleibt. Mit diesem Teil kann ich die Gürtelbreite hier drin anpassen. Je nachdem, was für ein Gürtel ich habe, kann ich dann hier anhand dieser Löcher die Breite, wie gesagt, anpassen. Der nächste Clou hier dran ist, ich habe hier zwei Schrauben und ganz, ganz viele Löcher. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Höhestufen, in die ich das Magazin-Pouch an sich einstellen kann. Das heißt, ich kann es von ganz hier oben bis ganz hier unten so in der Höhe positionieren, wie ich es gerade benötige, zum Beispiel für einen Wettkampf. Wenn ich das Ding verdeckt führen würde, möchte ich es garantiert ein bisschen höher positioniert haben, dass es nach unten nicht rausguckt. Bin ich im Wettkampf und ich möchte schnell und einfach an das Magazin drankommen, dann macht es durchaus Sinn, es relativ niedrig positioniert zu haben. Ich habe also die Möglichkeit, das hier drüber genau anzupassen an meinen persönlichen Bedarf. So sieht das ganze Ding dann letzten Endes zusammengesetzt aus. Eine ziemlich coole Geschichte. Preise und Links poste ich euch unten in der Description. Die muss ich selber noch raussuchen. Das zweite Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist ein Schnellziehholster.
Schnell zieht deswegen, weil es keine mechanischen Sicherungsoptionen drin hat. Es wird lediglich durch eine Stellschraube, an der ich den Ziehwiderstand einstellen kann, arretiert. Ansonsten ist es oben offen. Ich habe keinen Thumbbrake, ich habe keinen Druckknopf, wie auch immer. Das hier ist jetzt das Modell CYFG17. Ich mag diese Zahlenkombis, ey. Und zwar für die Glock 17, 22, 31 der Generation 1 bis 4. Gen 5 passt anscheinend wohl nicht. Auch dieses Holster wird geliefert in einer Ziploc-Tüte inklusive dem für Einstellung erforderlichen Werkzeug. Finde ich also schon mal richtig, richtig gut. Und das ist das gute Stück aus dem Hause Zytag. Die Glock 17 passt hier hervorragend rein. Lässt sich super ziehen. Ich habe jetzt auch den Ziehwiderstand nicht sehr eng eingestellt. Möchte ich eigentlich auch nicht. Es hält auch so. Ja, also absolut top. Geht wunderbar. Ich habe auch hier an diesem Holster die Möglichkeit, über diese zwei Schrauben hier hinten das Holster für ein Pedalholster, ungewöhnlich, habe ich vorher noch nicht gesehen, in der Höhe einzustellen. Ich selber bin kein großer Freund von Pedalholstern. Aus folgendem Grund. Ich hatte das früher bei meinem Blackhawk gemacht, zwangsweise, um es irgendwie an meine Koppel dran zu bringen. Aber es ist immer eine Notlösung, wenn es um den sportlichen Einsatz geht. Wenn ich das Ding verdeckt führen möchte oder ich habe es dienstlich, ganz anderes Thema. Ich spreche für mich, aus meiner Sicht, Nutzung im Sport. Aber es funktioniert und es funktioniert auch an meiner Double-Alpha-Koppel. Über diese Schraube hier unten kann ich dann entsprechend den Ziehwiderstand einstellen. Dadurch wird dieser Bereich hier unten, hier, wird zusammengepresst und damit wird der Widerstand, indem sich das Gehäuse des Holsters um den Abzugsbügel drum schließt, wird verengt und damit wird das einfach strammer zu ziehen. Der eine mag es ein bisschen strammer, der andere ein bisschen seichter. Ich mag es ein bisschen leichter. Das liegt aber auch einfach nur daran, weil ich das Ding ja nicht zum Dienstlichen verwende, sondern für den Sport. Und da kommt es auf Millisekunden an, wenn man eine Disziplin schießt wie EPP vielleicht, wo man die Waffe schnell aus dem Holster ziehen muss. Ich werde den Magazinpouch wie auch das Holster morgen im Training testen. Ich werde, wie ich schon angekündigt habe, in dem Video um die Grifftechnik, werde ich morgen meine Kamera wieder mit auf den Stand nehmen und werde ein paar Videoaufnahmen machen, auch aus der Entfernung, dass man da vielleicht mal das Ding im Live-Betrieb sieht. Mein erster Eindruck von beiden Produkten, Universal Magazine Pouch und das Fast Draw Holster, sind sehr positiv. Die Preise, wie gesagt, poste ich euch inklusive Produktlinks Amazon unten rein. Sie machen einen sehr wertigen Eindruck. Ihr müsst allerdings aufpassen, so wie ich das verstanden habe vom Konzept. Es gibt eine Produktlinie für richtige Waffen und es gibt eine Produktlinie für Softair-Waffen. Und die Frage ist halt, ob die Softair-Linie den Belastungen und dem Gewicht einer tatsächlichen Schusswaffe standhalten. Deshalb achtet bitte darauf, ob da irgendwo dabei steht, Special für Softair, wie auch immer. Wie gesagt, Links poste ich euch unten. Ja, das sind schon mal zwei der bereitgestellten Produkte der Firma Zytag. Universal Magazine Pouch und Fast Draw Holster. Coole Geschichte. Vielen Dank an Firma Waffen Schumacher. Weitere Videos folgen auf jeden Fall.